gehst du nicht irgendwie da rein und sagst, hey, ich kann dich verstehen, alles cool, alles dies, wir haben Möglichkeiten auf Ratenzahlen. Wenn du das machst, ja, dann geht es hier links, rechts, schalla, schalla. Ja. Servus YouTube, was geht ab? Und ein recht herzliches Willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal, der dir dabei hilft, dass du ab sofort mehr Gratis-Content zur Verfügung bekommst im Bereich Verkauf und gleichzeitig dafür sorgst, dass du dadurch direkt mehr Umsatz erwirtschaften kannst. Ja? Warum kann ich das sagen? Mein Name ist Mirko Braunschweig, ich bin Gründer, Geschäftsführer der Software Consulting GmbH und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Coaches, Dienstleister, Beratern, Agenturinhabern und Verkäufern dabei zu helfen, dass sie ab sofort ihren Arsch aufgerissen bekommen, ihre Verkaufsgespräche und Verkaufsstrukturen optimieren und dafür sorgen, dass sie 5- bis 6-stellige Monatsumsätze fahren. Hey, was machen wir heute? Ja, heute geht es darum, dass du wahrscheinlich gerade gegoogelt hast oder ja, so penetriert wurdest von dem YouTube-Video, dass du einfach draufgeklickt hast, um Einwandbehandlung. Wir gehen heute mal tiefer in die Einwandbehandlung rein und wollen mal herausfinden, wie du in der Situation reagierst, wenn der Prospekt zu dir sagt, ja, Mr. Prospect, ja, das klingt alles super, das klingt alles wirklich geil, aber ich habe kein Geld. Puh, ja, was machst du jetzt? Ja? Was machst du jetzt? Jetzt hast du ja 45 Minuten oder mehrere Stunden im B2C-Bereich den Arsch aufgerissen. Ja? Hast den Kunden alles erklärt, alles erzählt, alles, alle Einwände eigentlich bearbeitet. Ja? Und dann sagt er ganz am Ende, tja, keine Kohle, ich habe kein Geld. Was machst du jetzt? Ja? Ich bin dafür da, um genau das jetzt zu regeln, dass du ab sofort nicht mehr in Schweißflüsse ausbrichst, sondern dafür sorgst, dass du ab sofort mit diesem Einwand komplett klarkommst. Also, Punkt Nummer 1, was müssen wir machen? Wir müssen herausfinden, handelt es sich hierbei um einen Vorwand oder um einen Einwand? Entweder hat er ganz am Anfang des Gesprächs schon mal erzählt, dass er nur Maler ist oder Hartz IV empfängt, ja, und gar nicht das Geld eigentlich hat, dann kannst du schon darauf schließen, dass es eher ein Einwand ist. Aber grundsätzlich musst du erstmal die Frage klären, ist es ein Vorwand, ist es ein Einwand? In diesem Fall machst du es ganz einfach. Du ballerst ihm eine Frage entgegen. Mr. Prospect, was genau kann ich darunter verstehen, dass du aktuell kein Geld hast? Ja? Mr. Prospect, was genau kann ich darunter verstehen? Komma. Ja? Entschuldigt die Sauklaue, ich hatte eine Schrift schon immer, eine 6, glaube ich, auch damals schon in der Schule. Katastrophe, ist aber egal. Ja, es geht hier ums Prinzip, dass du lernst, wie Verkauf richtig funktioniert. Also, du stellst erstmal die Frage, Mr. Prospect, was genau kann ich mir darunter vorstellen, dass du aktuell kein Geld hast? Ja? Und jemand, der einen Vorwand hat, würde jetzt einfach nur so sagen, ja, ich habe einfach kein Geld, weil, ja, habe ich einfach nicht. Ja? Wird auch keine plausible Regelung dafür finden, außer er kann verdammt gut lügen. Ja? Ist es wirklich ein Einwand? Und du stellst diese Frage. Damit kommen, ja, ich habe ja am Anfang erzählt, ich beziehe nur Hartz IV oder ich habe nur einen Job, ich verdiene nur 1500 Euro im Monat, muss aber 500 Euro Miete zahlen, 1000 Euro Auto, ja, weil ich einfach mit Luxusgütern nicht umgehen kann, ja, und der Rest wird von meiner Freundin finanziert. Ja, dann weißt du, es handelt sich hierbei um einen Einwand, weil er wirklich aktuell auf dem Konto broke ist, ja, und nicht die Möglichkeit hat zu bezahlen. So, und jetzt gehst du nicht irgendwie da rein und sagst, hey, ich kann dich verstehen, alles cool, alles dies, wir haben Möglichkeiten auf Ratenzahlen. Wenn du das machst, ja, dann geht es hier links, rechts, schalla, schalla. Ja? Was du jetzt machst, ist es, dir ein Commitment abholen. Ja, du holst dir ein Commitment ab. Und dieses Commitment sorgt dafür, dass du herausfindest, ist er überhaupt bereit, wirklich über das Geld zu sprechen? Möchte er nicht vielleicht einfach irgendwie ausweichen, weil er Angst hat, sich zu öffnen und zu sagen, dass er komplett broke ist? Ja? Und diese Commitment-Frage stellt sich ganz einfach zusammen, indem du fragst, ob er überhaupt Bock hat auf dich. Ja? Mr. Prospect, bist du denn grundsätzlich davon überzeugt, ja, dass wir der richtige Partner an deiner Seite sind, der dir dabei hilft, dass du bam, 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 bam. Ja? Bist du grundsätzlich davon überzeugt? Ja, bist du grundsätzlich davon überzeugt, dass dieses Commitment sorgt dafür,
dass der Prospect dir wieder ein bisschen vertraut, dass er sich öffnen kann, weil er wird sagen, ja, schon, du hast mir das und das und das und das und das erzählt, du hast mir dies und das und das und das erzählt, bla bla bla, und dann fängt er an zu reden. Ja, und er verkauft sich das selber wieder und sagt auch, warum das Geld eigentlich auch das Coaching wert ist, ja, oder das Coaching das Geld wert ist. Der nächste Schritt, den du jetzt machen musst, ja, ist es, dass du dir ein Ja abholst. Ja, und zwar musst du jetzt eine Isolationsfrage stellen. Also du musst dich isolieren. Ja, du musst ihn jetzt isolieren. Du musst dafür sorgen, dass du ihn auf den Verkaufsabschluss hinbringst. Ja, gleichzeitig aber dafür sorgst, dass du das Thema Geld auch wirklich berücksichtigst. Du sagst jetzt nichts anderes als Mr. Prospect. Dann ist das also jetzt nicht eine Frage, ob wir gemeinsam durchstarten. Ist keine Frage, ob du dieses Produkt jetzt dir holst oder zulegst, sondern wie wir es ab jetzt ermöglichen, dass du es auch finanziell dir leisten kannst. Ja? Also. Ja. Also ist es jetzt keine Frage, ob du starten wirst mit uns, sondern wie wir es für dich finanziell möglich machen, dass du heute direkt loslegen kannst. Durch diese Isolationsfrage sorgst du dafür, dass das Commitment vertieft wird. Ja. Du hast bis jetzt noch nicht ein einziges Mal darüber gesprochen, dass es teuer ist, dass du es verstehen kannst, dass du bliblablub, ja. Und jetzt gehst du in eine tiefe Isolation. Das ist der nächste Schritt. Tiefe, ich mache einfach T, Isolation. Und bei dieser Isolation, ja, sorgst du dafür, dass du dem Prospect, ja, eine Zukunftsvision gibst, die aber isoliert auf das Problem ist, auf das Thema Geld. Mr. Prospect, jetzt abgesehen vom Geld, ja, wärst du grundsätzlich bereit, heute direkt loszulegen. Ja, das hat eine Ähnlichkeit zu der ersten Frage hier. Hat eine Ähnlichkeit, bist du grundsätzlich davon überzeugt, ja, aber du willst diese Frage isolieren, du willst nochmal tiefer rein, du willst herausfinden, ist er wirklich bereit, gib dir das Commitment, isolier ihn, ja. Also, tiefe Isolation, wie gerade die Frage schon angesprochen, es ist, dass du halt einfach jetzt nur noch dafür sorgst, dass du jetzt einfach nur die Frage stellst, mal abgesehen vom Geld. Ja. Mal abgesehen vom Geld, bist du grundsätzlich bereit, heute direkt durchzustarten? Ja? Und wenn er dir sagt, dann ja, dann gehst du tiefer in das Thema Geld rein. Dann sagst du auch wirklich so, du gehst jetzt lösungsorientiert ran. Okay, Mr. Prospect, ich verstehe es, dass du aktuell in deiner jetzigen Situation Schwierigkeiten hast, das. Ja? Lass uns doch einfach mal gemeinsam schauen, wo du aktuell stehst und wo wir eventuell bei deinem Geldplan einsparen können. Ja, dann kannst du herausfinden, ist der wirklich broke? Ja, du machst mit ihm eine komplette Auflistung, du machst eine Bilanzierung, ja, und da arbeitest du mit ihm durch, pass auf, er hat jetzt Kosten und da hat er Einnahmen, er hat Einnahmen im Monat von 2000 Euro, ja, hat Kosten gegenübergerechnet mit all dem von 1500. Grundsätzlich wäre er bereit, am Ende des Monats 500 Euro anzusparen, ja, so. Deine Aufgabe ist es jetzt, auch tiefer in die Richtung von der Ratenzahlung reinzugehen, ohne ihm vorzuschlagen, dass du eine Ratenzahlung hast, ja? Sondern du gehst einfach rein mit einer erneuten Fragetechnik und das ist das, was im Endeffekt den Erfolg bringt. Mr. Prospect, hast du denn grundsätzlich mal Gedanken gemacht, wie du es schaffen kannst, dir dieses Coaching zu finanzieren, ja? Hast du dir grundsätzlich schon mal Gedanken gemacht gerade? Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wie du es dir leisten könntest, jetzt direkt durchzustarten mit dem Coaching? Oder wie du es dir leisten könntest, dieses Coaching zu beginnen? Ja? Du möchtest jetzt dafür sorgen, dass von ihm aus der Vorschlag einer Ratenzahlung zum Beispiel kommt. Wenn du das anbietest, bietest keine Ratenzahlung an, dann muss der Prospekt zusehen, wie er an Geld kommt. Ja? Nebenjob, dies, das, jenes, Kredit, was weiß ich. Je nachdem, ob dein Produkt es würdig ist, einen Kredit aufzunehmen. Ja, das musst du mal schauen. Aber es geht darum, herauszufinden, ist er bereit, sich mit dem Thema Ratenzahlung zu beschäftigen. Ja, so, wenn er sagt, ja, habt ihr nicht noch andere Möglichkeiten, das irgendwie zu finanzieren? Oder habt ihr eine andere Möglichkeit, das zu bezahlen?
dann sagst du nicht, ja klar, wir haben eine Rechnung, wir können Rechnung schreiben, ja, wir können dafür sorgen, dass du Ratenzahlung machst. Das sagst du nicht, ja, sondern du stellst dann wiederum die Frage, was genau meinst du denn mit anderer Möglichkeit zu finanzieren? Was genau meinst du mit, gibt es andere Möglichkeiten zur Finanzierung, kann man bei euch einen Ratner bezahlen, bla bla bla. Ja? Und dann gehst du immer tiefer rein. Und im Endeffekt geht es einfach darum, dass du ihn am Ende des Gesprächs so weit bringst, ja? Dass er verstanden hat, dass er im Monat nur 500 Euro bezahlen muss, weil ihr die Möglichkeit habt, eine 500 Euro Rate anzusetzen. Oder ja, er einen Kostensparplan macht, sodass er sagt, innerhalb der nächsten 4 Monate sorgt er dafür, dass er 2000 Euro anspart, ja, und fix ihr dann Follow-up-Gespräche macht und dafür sorgt, dass er am Ende der nächsten 4 Monate für 2000 Euro bei euch kauft. Ja, so gehst du in den Einwand, ich habe kein Geld rein. Denn durch diese ganzen Fragen, die du dir stellst, ja, sorgst du dafür, dass du den Prospect eine gewisse Bredouille bringst. Ja? Er muss sich damit beschäftigen, ob er wirklich Kohle hat oder nicht. Ihr werdet herausfinden, ob er lügt. Wenn du dann irgendwann merkst, er hat doch Kohle, es liegt an etwas anderem, dann gehst du tiefer rein. Dann sagst du, Mr. Prospect, gibt es da noch was anderes? Ja, ich habe das Gefühl, du bist noch nicht so ganz überzeugt von dem Produkt. Kann das sein? Ja, das stimmt, es kommt dazu. Bam, dann weißt du, Thema Geld ist nicht das Problem, sondern das Thema mit dem Verständnis. Ja? Und das musst du verstehen, wenn das Thema kein Geld aufkommt. Erstmal die Frage stellen, was genau kann ich mir darunter vorstellen, dass du aktuell kein Geld hast? Bam, Vorwand, Einwand klären. Dann gehst du rein und sagst, bist du grundsätzlich davon überzeugt, dass du bam, 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 bam. Wenn du das gestellt hast und das Commitment eingeholt hast, holst du dir die Isolierung. Ja? Also ist es keine Frage, ob du heute startest, sondern wie wir es für dich möglich machen, dass du direkt heute beginnen kannst. Richtig? Bam, die Isolation vertiefst du, indem du auch wirklich reingehst, wenn er gesagt hat, ja. Okay, dann mal abgesehen vom Geld, ja, bist du grundsätzlich bereit, heute direkt loszulegen? Ja, okay, Mr. Prospect, dann lass uns doch einfach mal schauen, wo du aktuell finanziell stehst, damit wir herausfinden können, ja, wie wir dir weiterhelfen und wie du es dir möglich machen kannst, dass du direkt heute schon beginnen kannst. Okay, ja, lass uns das machen. Bam, bam, ihr kommt darauf, dass er monatlich 550, 20, 40, 4000 Euro zur Verfügung hat, ja. Und dann geht der tiefer rein. Ja, hast du dir schon mal Gedanken gemacht dazu, wie du es dir, nachdem wir jetzt die Bilanzierung aufgestellt haben, dir das Ganze finanzieren kannst? Ja, noch nicht so ganz genau. Gibt es da denn andere Möglichkeiten, das zu kaufen? Ja, gibt es irgendwie was anderes? Und dann sagst du, was genau meinst du damit? Gibt es andere Möglichkeiten zum Kaufen? Ja, gibt es die Möglichkeit für eine Ratenzahlung? Blieb, bla, blub. Ja, bam, ja, ihr habt 500 Euro Raten. Was? Ihr könnt ihm das verkaufen oder nein, ihr habt keine 500 Euro Raten, sondern er muss direkt 2000 Euro bezahlen. Dann dauert das halt 4 Monate. Ihr sorgt aber nicht dafür, dass er sich jetzt zwangsläufig einen Kredit holt. Ja? Aber genau so funktioniert das. Du wirst ab sofort, wenn du das weißt, ja, keine Probleme mehr haben mit dem Thema Geld. Ja? Und am Ende des Gesprächs wird er auch kaufen. Ja? Wenn er den Mehrwert gesehen hat, wenn er davon maximal überzeugt ist und du gibst ihm die Möglichkeit, wirklich sich damit aktiv zu beschäftigen, dass er eine Ratenzahlung vielleicht sogar machen kann bei dir. Bam, schleppst ihn, ziehst ihn über die Ziellinie und sorgst dafür, dass du ihm jetzt so viel geilen Content bietest, ja, dass der Bursche ab sofort aus diesem 500 Euro Investment oder 2000 Euro Investment, die er gemacht hat, 5, 6, 7-stellig fährt, abnimmt, was weiß ich, was auch immer du ihm anbietest. Ja? Also, wenn dir das ganze Video gefallen hat, ja, und du kannst damit auch was anfangen, ja, und du verstehst das Ganze und du möchtest noch mehr, du möchtest wissen, wie das Ganze alles richtig funktioniert, du hast noch ganz viele andere Einwände, die du bearbeitet haben möchtest, du hast vielleicht im B2B-Bereich diesen Einwand, ich habe aktuell nicht die finanziellen Mittel dafür oder was weiß ich, ja, und du möchtest mehr lernen und du möchtest jemanden an deiner Seite haben, der dafür sorgt, dass du es schaffst, ab sofort 5- bis 6-stellige Monatsumsätze mit deinem eigenen Produkt oder mit deiner Fähigkeit Verkauf zu erwirtschaften, ja, dann trag dich unter diesem Video im ersten Link direkt ein, ja, und sorg dafür, dass du dir ein gratis Gespräch abholst. Wir geben dir 30 Minuten lang gratis Content, ja, 30 Minuten. 30 Minuten lang bekommst du von uns gratis Content und wir werden uns deine Probleme anhören und werden analysieren und herausfinden, wo du aktuell stehst, wo du hin möchtest
und werden am Ende des Gespräches, ja, dir eine Zusammenarbeit vorschlagen. Und es liegt an dir, ob du sagst, ja, möchtest du oder möchtest du nicht. Aber du musst im Erstgespräch nichts kaufen. Ja, wir werden dir im Erstgespräch auch nichts verkaufen. Wenn du von deiner Seite aus sagst, hey, ihr seid die richtigen Partner, dann werden wir am Ende des Gesprächs nochmal einen Folgetermin vereinbaren und sprechen dann darüber. Aber die ersten 30 Minuten sind kostenlos. Also geh unter dieses Video, ja, trag dich ein, nutz die 30 Minuten. Du redest entweder direkt mit mir, ja, oder mit einem meiner Experten und wir sorgen dafür, dass wir dich auf 5- bis 6-stellige Monatsumsätze bekommen. Ja, also, und wenn du das schon machst, ja, dann drück doch gleich hier auf Abonnieren, hier so. Ja, abonnieren, aktiviere diese Glocke, die dafür sorgt, dass du jeden Tag penetriert wirst. Ja, und dann hast du ab sofort auch keine Probleme mehr damit, erfolgreich zu verkaufen. Und wende das alles an. Ja, nutz das. Wende das an und sorg dafür, dass du ab sofort erfolgreicher wirst im Verkauf. In dem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ich wünsche dir einen sensationellen, geilen Tag. Ja, ich verabschiede mich hiermit. Arrivederci. Auf Wiedersehen. Ciao, Kakao. Mirko Braunschweig. Tschüss.